damit die sich ein bisschen abwechseln. Johnny, können wir den ersetzen vielleicht mit dem Carlos? Damit die sich noch ein bisschen besser anpassen. So, das sieht gut aus. Sounds, nehmen wir mal Surround Sound rein. Soundtrack und Surround Sound. So, das sieht doch gut aus. Das brauchen wir alles nicht. Day-Night Cycle können wir vielleicht mit drin lassen. In einem Rennspiel kann es ja mal Tag und Nacht werden. Dave Johnson here, CEO of Departure Sign. Some of our test subjects were recently exposed to some of your games and surprisingly they didn't go totally insane. They seemed to quite enjoy the experience in fact. Anyway, I have some products that need advertising and could do with some product placement. My marketing boys tell me that making you this offer is a bad idea, but that's exactly why I want it. I'll pay you 200k to place some of our fine red painted exploding barrels in one of your games. Nee, sorry. Aber ich will meine Spiele nicht mit Werbung zuballern. Das stört die meisten Spieler nur. Mich würde es auch stören, von dem her mache ich das jetzt nicht. Sollen sich ihre Werbung mal in den Popo schieben? So, jetzt werden die Bugs noch rausgefischt. Und den hier können wir mal langsam in den Urlaub schicken. Während die anderen das Spiel... Ach, dich hier auch mal. Na, geht nicht? Doch, jetzt habe ich nur noch richtig getroffen, den guten. Medium Booth nehmen wir mal bei der Games Convention. Zack, und jetzt releasen wir mal das Spiel hier. Das reicht ja. Wieder ein Doppelrekord. 1,7er Bonus. Oh, das gibt 3 Gehaltserhöhungen. Das ist nicht gut. Naja, aber die verdienen ja noch. Relativ normal. Special Training available for Shannon Willis. Aha. Wie können wir den hier trainieren? Ach, machen wir den mal zum Technologiespezialisten. 5 Millionen kostet uns das. Naja, warum nicht? Start Training. The first reviews of our new released game Ferraro came in. Jetzt bin ich aber gespannt. Oh, eine 7 von Stargames ist ganz gut für ein Large Game, müsst ihr euch vorstellen. Eine 8 von Informed Gamer. Eine 7 von Game Hero. Ja, das ist gut. Und eine 9 von All Games. Geil. Jetzt bin ich gespannt, was wir verdienen damit. Das ist ein Large Game. Wow. 5,5 Millionen damit verdient. Nochmal 5,7 Millionen. Ach ja. So läuft das Geschäft gut. Und die Game Convention kommt rein. So, Game Convention, zeig mal, das nächste Mal machen wir einen Large Booth, auf jeden Fall. 746.000. Okay, nicht in die Top 100 geschafft. Wayne interessiert's. Ferraro, ach, schon wieder hier über 1 Million mal verkauft. Können wir dich zu einem Design-Spezialisten machen? Jawohl. Das machen wir doch gleich mal. Da haben wir einen Technik-Spezialisten und einen Design-Spezialisten. Zack, der ist fertig soweit. Train Boost. 20 RP und 1 Million. Okay, machen wir mal Boost. Kann der auch Boost trainieren? Nee, der kann das noch nicht. Du bist schlecht, dich feuern wir bald. Nein! Ah doch, Urlaub. Können sie machen. Ich dachte jetzt, ich feuere den gerade. Puh, Gott sei Dank nicht. Boost. Kann der auch nicht? Mann, sind die schlecht. Der hier kann aber bestimmt noch Boost lernen. Können wir Boost lernen? Research? Nein, nicht Research. Ich meine Train natürlich. Ich glaube nicht, ne? Wir sind genauso schlecht. Verdammt. Machen wir uns mal mehr zum Designer. Vielleicht bringt es ja was. Da können wir 500 Designpunkte sozusagen. We can open our own research and development lab. Ja, warum nicht? 2,5 Millionen. Our Research and Development Lab is ready. To visit the lab, simply click the screen and drag to the left. Alternatively, you can click on the little R&D Lab information card in the bottom right of the screen. New research available, own convention, internet opportunities, hardware. Gehen wir mal rüber schauen. Welcome to our very own research and development lab. At the moment it is empty, but we have a number of skilled people eager to start working.
You don't have to hire them individually. Instead, you can simply decide on the budget for the R&D lab. The higher the budget, the more researchers will work and the higher the research progress will be. Running your own R&D lab can be very expensive, so be careful that you don't overspend. I suggest you start with smaller projects and don't be afraid to cut down the budget if necessary. If there's no active project, researchers will generate research points slowly, which you can use to train your main staff and unlock more game options. To start a project, simply click the screen to bring up the research menu. So start project, own convention. It's all well and good to have a booth at the yearly game convention and show off our products, but with our large fan base, we should consider staging our very own convention instead. Internet opportunities. The internet will change our lives forever. This project will investigate how we can use the internet to make better games. Ich würde sagen, wir machen das Internet, das ist immer revolutionär. The project is now started and as your researchers work on it, you will see the progress in the status card. Don't forget to adjust the budget. Machen wir mal. Boosts are powerful tools that allow you to temporarily increase the output of your staff. They are most effective when timed strategically during the development of a game or during training. Boosts need to recharge before you can use them again. Okay. Machen wir mal 2 Millionen pro Monat für Research. So, wir gehen mal wieder hierher. Ich bin noch nicht fertig soweit. Gut, Internet Opportunities. Ich hoffe mal, die entwickeln sich schnell hier. So, konntest du noch Boost lernen? Train? Boost? Nee, du bist auch so schlecht. Meine Fresse, ich muss hier langsam wirklich die Mitarbeiter kündigen. Nein, natürlich nicht. So, machen wir mal noch ein großes Projekt hier. Develop a large game natürlich. Was nehmen wir denn jetzt? Sports ist eigentlich ganz gut. Wobei, das ist wieder Simulation, ne? Sports, was ist denn FIFA? Ist FIFA zum Beispiel eine Simulation oder Strategie? Ich würde sagen Simulation, das hatten wir gerade schon. Dann nehme ich mal Military. Machen wir mal Action-Spiel draus. Für den PC mit der Caltech V4 logischerweise. So, und nennen das mal Oversized, ganz einfach. So, next. Die besten 3D-Grafiken, die wir haben. Logisch. Und dann bin ich mal gespannt. Okay, Action. Das heißt, wieder ein bisschen weniger Gameplay, viel Engine. Dum bam 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 bam. Safe Game, Multiplayer, Video, Basic Physics können wir mit reinnehmen. Online Play auf jeden Fall. Und Gameplay brauchen wir jetzt kein Steering Wheel oder Joystick, dafür aber Skill Trees. Achievements will ich aber auch haben. Mal, dann nehmen wir mal die Skill Trees raus. So. Hoffen wir mal, dass das was wird. While you only need one specialist to start running a lab, you can train more than one. Okay, additionally specialist decrease the overall running cost of your lab. Aha. Also mit noch mehr Spezialisten können wir die Kosten unseres Laboratoriums einsparen. Oh, hier Ferraros raus. 2,7 Millionen Mal verkauft für 37 Millionen Credits, die wir damit gemacht haben. Ja, wie sie hier entwickeln, wie die Bienchen. Fleißig, fleißig. So, nehmen wir mal das wieder ein bisschen runter. Und Level Design passt eigentlich soweit. Artificial Intelligence passt auch. So, machen wir mal ein bisschen Marketing wieder. Eine Small Campaign sollte ausreichen. Wir müssen ja nicht riesengroße Kampagnen starten. So, und hier, die kann schon einmal Boost machen. Machen wir mal. So, da wird es jetzt ein bisschen mehr Output generieren. Hoffe ich doch, dass es funktioniert hat. Was machen wir jetzt noch? Grafik und Sound kann eigentlich so bleiben, ne? Doch, würde ich sagen, das passt gut. Day and Night Cycle nehmen wir mal mit rein. Beziehungsweise
Mit Rich Backstory könnten wir mal arbeiten. Dass so ein Actionspiel auch einen Story-Modus hat, den man spielen kann. Und natürlich einen Multiplayer-Online-Modus sozusagen. Das muss einfach gut werden, hoffe ich doch mal. After careful examination, we come to the conclusion that the internet is a huge opportunity in the gaming industry. We already see some small signs how successful multiplayer games can be, but multiplayer is usually an additional feature to a game and not the main focus. We think we could develop technologies to create a massively multiplayer online game, short MMO, a game where tens of thousands of players can play together. To create such an MMO, more research is necessary. The second discovery is that we could start developing an online distribution platform. Instead of players buying games in local stores, they could download game directly from our servers. This would cut out the middleman and we would gain a larger share of the market and additional income to fund our developments. It seems that casual games are especially popular at the moment. Codename Grid und MMO ist verfügbar im Research Lab. Sollen wir mal ein neues Projekt starten? Codename Grid. A bold plan to develop an internet-based distribution platform. Okay, das würde ich doch gern mal anstoßen. Starte Projekt. So, dann haben wir sowas wie Steam kreiert, wenn wir es mal kurz fassen wollen. Das ist doch bestimmt immer gut, sich Spiele downloaden zu können, statt die, ja, einfach mal so laufen zu lassen. Zack. Ein Doppelrekord, gutes Management wieder geleistet. Und da bin ich schon auf Advanced Physics, Self-Learning AI und 3D Graphics V3. Okay. So, ich bin auf die Reviews gespannt von Oversized. Oh, das sieht auch sehr gut aus. Einen neuen von Stargames. Einen neuen von Informed Gamer. Heavy. Eine 8 von Game Hero. Und noch eine 8 von All Games. Das ist ja mal wieder super gelaufen. Ja, spitzenmäßig. So langsam wird das hier doch was. Mit Oversized verkauft sich bestimmt auch wieder millionenfach. Hier 6,1 Millionen im ersten Monat verdient. Was können wir denn jetzt forschen hier? Cooperative Play. Nehmen wir mal Celebrity Voice Acting, oder? Als allererstes die drei nächsten 3D-Grafiken hier. V3. Was können wir noch researchen? New Topics könnten wir researchen. No Loading Screens. Orchestras. Cooperative Play. Ist immer gut. Cooperative Play. So, ja, hat sich ewig viele Mal verkauft, unser Ding. Und was für 80 am besten noch? Was für 80? Moral Choices, das ist auch gut. Celebrity Voice Acting können wir immer noch machen. Oversized, which was recently released over 1 million times sold. Das ist sehr gut. Wisst ihr was? Da können wir auch zu unserem Laboratorium hier gehen und auf 3 Millionen Budget erhöhen. Da können noch mehr forschen. Moral Choices sind entwickelt. Zack, Cooperative Play ist auch draußen. Gleich ein neues Spiel hier hinterher klatschen. Machen wir mal einen Sequel. 8,5, 7,7. Was war gut? So in der letzten Zeit. Oh, was war das? Wild Cowboys. Ich würde sagen, das hat einen Sequel verdient jetzt. Für den PC mit der neuesten Engine und ein Large-Ding. Wild Cowboys. Wir nennen das mal Wild Wild Cowboys. Einfach als Steigerung. Doppel Wild hält besser. So für everyone natürlich. Everyone. Large Booth nehmen wir diesmal bei der Game Convention. Dass wir noch mehr Hype generieren. Als eh schon. So, RPG. Es handelt sich um ein RPG. Also machen wir das mal runter und das mal hoch. Branching Interactive Story, Full Motion Video, Advanced Cutscenes, Simple Cutscenes, muss reichen.
Ja, nehmen wir Simple Cutscenes. Gameplay. Ach, hier nehmen wir mal wieder nur Save Game rein. Gameplay, Skill Trees auf jeden Fall. In einem RPG müssen sein, Skill Trees. Gamepad, das muss auch sein. Können wir das noch ein bisschen erhöhen? Nee, eigentlich passt das so. Achievements, Character Progression. Nehmen wir mal die Skill Trees, so ist vielleicht ein bisschen besser wie Character Progression, ich weiß es auch nicht. Bin ja auch kein Spezialist. Magazines sind Demos, klatsch mich schon mal raus. Dass die Leute schon mal davon mitkriegen, Wind bekommen, dass Wild Wild Cowboys gerade entwickelt wird. Und das steht dann hoffentlich in jedem Spieleschrank. Oh, hier die Game Convention. Ich bin auch mal gespannt, was die jetzt für einen Hype-Boost gibt von 19 auf irgendwas. Bin ich gespannt. So, oh, schon über 1 Million. Oh, 1,2 Millionen Besucher. 1,25 Millionen Besucher. Und wir haben es immer noch nicht in die Top 100 gemacht. Aber hier, der Hype hat sich auf über 100 gepusht dadurch. So, viel Dialoge. Level Design soll gut sein. Simple Body Language. Voice Over. Dialog Tree. Machen wir mal Dialog Tree, so. Das hier kommt raus. Dynamic Environment. Nehmen wir mal die Minigames raus. Puff. So, noch mehr Marketing machen. Eine Small Campaign können wir auch noch hinterher klatschen. So, dass hier wirklich richtig fetter Hype generiert wird um das Spiel. Und dann kaufen sie es auch mehr. Und jetzt in der letzten Entwicklungsphase werden wir gleich nochmal hier Boost 2 einsetzen. Auch interessant aus. So, was haben wir jetzt? World Design und Grafik etwas nach unten wieder. Sound brauchen wir gar nicht. Nehmen wir mal Stereo Sound ganz einfach. Können wir ein bisschen drauf geben. So, 3D-Grafiken selbstverständlich. Und hier Rich Baxter Realistic Weather Virtual Economy Date Night Cycle Open World. Open World nehmen wir auch mal mit rein. Nehmen wir die Virtual Economy raus, oder? Lassen wir die drin. Nehmen das wieder raus. So. Das muss ja irgendwie passen. Shannon Willis. Ach, die macht jetzt hier beides. Das ist nicht so gut. Kann Henry nicht nochmal hier was übernehmen? Nee. Shannon Willis. Macht mal Henry hier die Grafiken. So, dann sind sie ein bisschen besser aufgeteilt. Haftisch. So, und jetzt hier Boost 2. Tut sie gleich viel mehr Punkte generieren. Wow, wir haben gerade eine 11 rausgehauen hier, wenn ich das richtig gesehen habe. Wir als Chef. Wow, und fast Hype 400 hier. 380. 390. Ah, 392er Hype. Schade. Hätte noch mehr werden können. Wir wollen ja nicht übereifrig werden. Boss. It is done and it is live. Grid is the name of our very own internet-based distribution platform. This system should boost the market share of the PC considerably, and if we ever have our own console, it will also be of great benefit. Grid will generate income every month, which should boost our ability to create new games and develop new projects. Okay. Von Grid bekommen wir wohl jetzt jeden Monat Geld zugeschoben. So, du ja darfst schon mal wieder in den Urlaub gehen. Du ja auch, du hast es nötig. Du darfst auch mal gehen. Oversized ist raus, 2,6 Millionen mal verkauft. 36 Millionen haben wir damit verdient. Du darfst auch mal in den Urlaub. Na, den einen Bug müsst ihr jetzt aber noch rausmachen. Sehr schön. Dann releasen wir das Ganze mal. Design Record. Und, oh, James ist ein Level aufgestiegen. Das heißt Gehaltserhöhung. Special Training available. Oh, und jetzt kommt Review für Wild Wild Cowboys rein. Eine 8 von Star Games. Sieht wieder mehr als gut aus. Eine 9 von Informed Gamer. Eine 8 von Game Hero. Und noch eine 8 von All Games. Ja, perfekt, perfekt.
So sehe ich das wirklich gern. Zack, hier Wild Wild Cowboys.